So, hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen. Dies ist der dritte Teil einer ganzen Webinarreihe unserer Expertenschulung. Es folgen noch weitere mit den Themen der Weg zur Norm und Normung und Recht am 24. und 29. September. Im heutigen Seminar zum Thema internationale Normung geht es im Wesentlichen um die Organisationen IEC und CENELEC. Das Webinar wird etwa 45 Minuten dauern und die Präsentation hat so in etwa 30 Folien. Ja, dazu begrüße ich den heutigen Referenten zu diesem Thema, den Thomas Senko, Experte in der DKE. Hallo Thomas. Ja, guten Morgen. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Ja, vielleicht, bevor ich dich vorstelle, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor. Mache ich gerne. Für alle, die letzten beiden Webinare noch nicht mitgemacht haben, mein Name ist Lentko, Vorname ist Thomas. Ich bin studierter Diplom-Ingenieur, habe in Darmstadt Nachrichtentechnik studiert und bin das seit 1994. Dazwischen habe ich angefangen zu arbeiten in verschiedenen Firmen im Bereich der Übertragungstechnik, im Bereich der strukturierten Gebäudeverkabelung. Ich habe da die letzten 10 Jahre meines Berufslebens in der Wirtschaft in einem großen amerikanischen Konzern gearbeitet. Und seit 2009 bin ich Mitarbeiter der DKE, habe angefangen hier im Referat für Glasfasertechnik, also auch mein ureigenstes Know-how dort einbringen können und bin dann allerdings gewechselt in die internationale Abteilung und vertrete dort die deutschen Interessen in den IEC-Managementgremien, sprich also bereite das, was dort zu entscheiden ist, auf im Sinne der deutschen elektrotechnischen Normung und ich sitze auch im Standardization Management Board, was das ist, werden wir heute kennenlernen, das ist ein Teil von IEC und dort sitze ich zusammen mit der Geschäftsführung der DKE und wir kümmern uns dann um die elektrotechnische Normung und die hauptsächlich politische Seite, aber auch die teilweise technische Seite, aber alles darüber hinaus heute in diesem Webinar. Und damit zurück zu dir, wer bist du? Ja, Thomas, danke für deine Vorstellung. Liebe Teilnehmer, nur noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Ich bin der Jens Zybrans. Ich werde heute Ihr Moderator sein. Ich selbst bin ebenfalls Mitarbeiter hier in der DKE und dort für die Themen der Next Generation DKE verantwortlich und auch ein paar Social Media Themen. Ich bin seit 5 Jahren hier in der DKE. Ich bin als Diplomant schon zum VDE DKE gekommen. Ich habe im Bereich Elektromobilität meine Diplomarbeit für den VDE geschrieben über das Science-to-Standard-Programm, was Sie vielleicht über die Next Generation DKE schon kennen oder vielleicht noch kennenlernen wollen. Und bin dann Normungsmanager hier geworden in der DKE. Das heißt, ich habe das Thema Elektromobilität betreut und die Gremien dazu hier gehabt. Vielleicht bekannt Ihnen der Ladestecker für Elektrofahrzeuge. Ja, und seit 2012 bin ich als Innovationsmanager hier im Bereich der DKE tätig, unter anderem eben für die Next Generation DKE. So, bevor Thomas nun mit dem Vortrag loslegt, habe ich allerdings noch ein paar organisatorische Hinweise an Sie. Und zwar, vielen von Ihnen ist vielleicht schon aufgefallen, Sie sind während unseres Webinars stumm geschaltet. Das hat den Hintergrund, dass Störgeräusche vermieden werden sollen. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren, das sollen Sie sogar, beziehungsweise würden wir uns sehr freuen, wenn Sie aktiv an unserem Webinar teilnehmen. Dazu nutzen Sie bitte unsere Fragen- und Antworten-Funktion rechts im Bildschirm. Hier können Sie Ihre Fragen direkt an uns richten. Wir werden diese Fragen dann entweder unmittelbar, wenn Sie diese stellen, beantworten. Das heißt, ich gebe die Frage direkt an Thomas weiter. Oder wir heben die Fragen bis zum Schluss des Vortrages auf und beantworten diese dann gebündelt. Dies hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Art der Frage ab. Ich werde dies dann als Moderator intuitiv entscheiden und Sie so durch das Webinar führen.
In jedem Fall sollen natürlich alle Ihre Fragen heute beantwortet werden. Im Anschluss an das Webinar möchten wir gerne noch wissen, wie Ihnen natürlich das Webinar gefallen hat. Dazu wird automatisch in Ihrem Browserfenster eine kleine Zufriedenheitsumfrage gestartet, an der wir Sie bitten, teilzunehmen. Denn wir möchten Ihnen auch in Zukunft Mehrwerte bieten und die Webinare optimieren und sind daher sehr an Ihrer Meinung interessiert. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir Ihnen im Anschluss an das Webinar eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen möchten. Sollten Sie zum Beispiel Folien auf den ersten Blick nicht vollständig erfassen können, so können Sie hinterher natürlich alles nochmal einsehen. Dazu haben Sie die Möglichkeit, unsere DKI-Webithek auf der Homepage zu nutzen oder eben unseren YouTube-Channel. Ja, bevor ich jetzt an unseren Referenten, den Thomas, übergebe, möchte ich natürlich noch etwas über Sie erfahren, damit wir auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, beziehungsweise einfach auch näher in Zukunft auf Sie eingehen können. Dazu öffnet sich jetzt gleich bei Ihnen auf der rechten Seite eine Umfrage. Und zwar würden wir heute gern von Ihnen erfahren, auf welchen Social-Media-Kanälen Sie dann gerne mehr über unsere Aktivitäten erfahren wollen würden, wenn wir Sie darüber dann informieren wollen würden. Ich werde die Umfrage dann jetzt gleich starten und Sie haben dann eine Minute Zeit, einfach mal zu gucken, welcher Kanal es für Sie wäre. So, die Umfrage ist jetzt gestartet. Wir bieten an YouTube, Twitter, Facebook, Google+ oder eben auch keinen dieser Kanäle. Und uns würde natürlich sehr interessieren, welcher Kanal für Sie relevant wäre. Ich sehe schon, für viele Teilnehmer ist YouTube ein sehr interessantes Medium anscheinend, um über unsere Aktivitäten informiert zu werden. Facebook wäre auch ein kleiner Teil, es sind aktuell ungefähr 15%. Ein Großteil, immerhin 40%, sagt aber auch keinen dieser Kanäle. Ja, es sind nur noch ganz wenige mit keiner Antwort. Ich warte noch 3-4 Sekunden und dann werde ich die Umfrage schließen. Okay, die Umfrage schließt jetzt. Und wir werden gleich mal sehen, was da rausgekommen ist, beziehungsweise werde ich es ganz kurz nochmal erläutern. Dauert einen kleinen Moment. So, ich sehe, es sind 34% YouTube, Twitter sind 3%, Facebook 15%, Google+ 2% und keine dieser Kanäle sind 42%. Okay, liebe Teilnehmer, damit habe ich zunächst alles gesagt und ich übergebe dann jetzt an den Thomas. Und Thomas, wünsche dir natürlich viel Spaß bei deiner Präsentation und liebe Teilnehmer, auch viel Spaß Ihnen bei dem Webinar. Ja, ich bin der Moderator, ich freue mich. Herzlich willkommen nochmal von mir. Ich fand es interessant, 42%. Ohne das Interesse an Social Media, okay, müssen wir mit umgehen. Wir sprechen heute über internationale Normung. Und internationale Normung in der Elektrotechnik, um das Ganze nochmal einzuschränken. Ich steige gleich ein und baue auf dem Wissen auf, das Sie vielleicht aus den ersten beiden Webinaren mitgenommen haben. Sie wissen, dass die DKE das für Deutschland zuständige Institut für die elektrotechnische Normung ist und wie Sie unten rechts sehen, befinden wir uns in DIN und VDE, das heißt also wir gehören zu beiden und verwalten einmal natürlich das Normenwerk des DIN im Bereich der Elektrotechnik und wir verwalten noch die VDE-Bestimmungen. In letzter Instanz ist das ein Dokument, das einerseits eine DIN-Norm ist und gleichzeitig noch eine VDE-Nummer hat und somit eine Referenz in der VDE darstellt. Ja, Sie wissen schon in etwa, wie wir organisiert sind. Das heißt also, wir orientieren uns am Markt, wir orientieren uns an den Teilnehmern im elektrotechnischen Markt. Wir lassen uns auch von diesen Kräften des Marktes und des
Marktes nicht nur durch die Industrie steuern, sondern auch durch alle im Markt befindlichen Fachkreise. Und das ist eines der wichtigsten Ziele, die wir haben. Sie werden das heute in den Folien merken, dass es sich durchzieht durch die europäische und die internationale Normung. Auch dort ist es so, dass also diese Marktteilnehmer, nicht nur die Industrie, sondern alle Marktteilnehmer dort die wichtigste Rolle spielen. Und das ist, denke ich mal, auch gut so. Was wir hier auf der Folie sehen, ist also ein Überblick über die Normung im Allgemeinen. Und Sie sehen dort die Differenzierung zwischen allgemeiner Normung. Das begann so mit der Normung von Schrauben und Gewinden und von allen möglichen mechanischen Teilen. Und diese findet auch heute noch statt, international, europäisch und national in ISO, in CEN und in DIN. Die Elektrotechnik geht andere Wege. Wir haben dort drei Organisationen oder zumindest drei Institutionen, nämlich die internationale Normung, das ist die IEC, die Internationale Elektrotechnische Kommission. Auf europäischer Ebene heißt dieser Verein im wahrsten Sinne des Wortes, da komme ich auch gleich drauf, CENEVEC. Das ist also die europäische Institution, die das Ganze organisiert. Und dann ist es so, dass wir auf der nationalen Ebene für Deutschland die DKE haben. Und wir geben dann diese Normen heraus. Sie wissen auch schon, dass der allergrößte Teil der Normen international erarbeitet wird. Das heißt also, die Inhalte werden größtenteils in der Internationalen Elektrotechnischen Kommission erarbeitet. Und wie diese Inhalte dann von Deutschland über Europa international abgestimmt und dann wieder zurückgelaufen, bis sie eine DIN-Norm werden, das ist Teil des Webinars am Donnerstag. Deswegen lassen Sie mich kurz eingehen auf die Organisationen, die in dieser Normungsarbeit beteiligt sind. Bevor ich zur nächsten Folie gehe, noch eine Sache, die ich heute nicht erwähnen werde, das ist die Telekommunikationsnormung oder besser gesagt Standardisierung. Wir unterscheiden dort zwischen der konsensbasierten Normung, die in der Öffentlichkeit stattfindet, das ist das, was DIN und DKE tun, hin zu der Standardisierung, die stattfindet, um zum Beispiel die Telefonübertragung über ISDN oder über 3G stattfinden zu lassen. Diese findet statt auf ITU bzw. auf ETSI-Ebene, international und europäisch. Und die funktioniert ein wenig anders. Dazu werden wir allerdings ein separates Webinar nochmal anbieten. Beginnen wir also mit nochmal den Logos, damit auch diese sich Ihnen schon mal einbrennen. Wir haben die IEC, wir haben CENEVEC und DKE, international, europäisch und national. Beginnen wir mit der IEC. Die IEC ist gegründet 1906 in London. Man hat sich dort 1906 bereits zusammengefunden und hat gesagt, okay, wir müssen die nun aufkommende Elektrotechnik in Normen fassen, damit wir die Entwicklung der Elektrotechnik und die Verbreitung der Elektrotechnik und die Nutzung der Elektrotechnik, vor allem halt auch in der Industrie, in der damals aufkommenden Industrie, besser kanalisieren können und besser in eine Richtung weiterentwickeln können. Und das ist der Ursprungsgedanke gewesen und der setzt sich natürlich bis heute fort. Der heutige Sitz der IEC, die den Verein nach Schweizer Recht darstellt, ist Genf. Und wir haben zurzeit roundabout 60 Mitglieder. Darüber hinaus haben wir noch assoziierte Mitglieder. Das sind Mitglieder, die also auf dem Weg hin sind, Vollmitglied zu werden. Wir unterscheiden hier Vollmitglieder, die also auch ihren, je nach Aktivität einen Beitrag leisten, finanziellen Beitrag leisten an diese IEC und die assoziierten Mitglieder, die einen ermäßigten Beitrag zahlen und dafür halt auch eingeschränkte Rechte haben, was die Wahlen angeht oder was auch die Abstimmung der technischen Inhalte angeht. Aber generell ist es so, dass wir also versuchen, möglichst diese 23 assoziierten Mitglieder immer näher heranzuführen an die IEC, immer mehr dazu zu bewegen,
technische Inhalte beizusteuern, sich an der Normung zu beteiligen und daraufhin dann irgendwann mal vollwertige Mitglieder der IEC werden. Darüber hinaus haben wir 83 sogenannte Affiliates in der IEC und diese Affiliates, das sind Staaten, deren Ökonomie im Moment noch nicht reif genug ist, ein eigenes elektrotechnisches nationales Komitee zu bilden. Sprich also, entweder sind die politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten noch nicht so, oder es ist einfach so, dass der Markt dort noch nicht reif genug ist. Und wir versuchen durch das IEC Affiliate Programm diese Länder dazu zu bewegen, sich an der IEC zu orientieren, diese Normen zum Teil auch schon zu übernehmen. Auch da gibt es also Möglichkeiten. Und diese Affiliates dürfen sich technische Bereiche aussuchen, in denen sie aktiv mitarbeiten können in der Normung und so diesen Teil der Wirtschaft schneller herbeizuführen oder ja, besser heranzuführen an die internationale Wirtschaft. Gelenkt wird das Ganze von einem Präsidenten. Und da haben wir ein interessantes Konstrukt in der IEC. Wir wählen einen Präsidenten, der dann, so wie der Dr. Nomura hier von 2014 bis 2016 im Amt ist, der dann, wenn man so will, abgewählte Präsident, tritt allerdings nicht ganz ab, sondern er bleibt in der zweiten Reihe als Immediate Past President. Und das ist in unserem Fall der Klaus Wucherer, der also, Sie sehen es dann, bis 2013 Immediate Past President war und zumindest dann in dem ersten Jahr der Präsidentschaft des Junji Nomura noch aktiv ist und bleibt und ihm dort als Berater quasi zur Verfügung steht. Gleiches gilt dann für das letzte Jahr oder ähnliches gilt dann für das letzte Jahr des Präsidenten. Hier wählen wir 2015, also in diesem Jahr, einen neuen Präsidenten und das wird aller Voraussicht nach ein Mr. Shannon werden aus den USA. Und diese Wahlen finden dann immer statt in der Vollversammlung der IEC. Das heißt also, alle Vollmitglieder haben dort eine Stimme und wählen dann den Kandidaten, der sich zur Wahl stellt. Oder, wenn das mehrere sind, wählen sie natürlich einen von den Kandidaten. Hier nochmal die Karte und das ist eine recht beeindruckende Karte, wie ich finde. Es zeigt in Grün die Vollmember, also wirklich die Länder, die eine sehr aktive, zum Teil sehr aktive Rolle spielen in der IEC, die sich committed haben zum internationalen Normungssystem. Das heißt also eine Norm für einen technischen Fakt oder für ein Messverfahren oder für das Betriebsverhalten eines Produktes und diese letztendlich dann auch in ihr Normungswerk in irgendeiner Art und Weise integrieren. Da gibt es verschiedene Modelle auf der Welt. Das werden wir dann am Donnerstag nochmal genau beleuchten. Wir sind dann die hellgrünen Mitglieder, die Associate Member, das sind doch relativ viele, die dann noch dazukommen. Und dann haben wir ein paar Länder, auf die dann das zutrifft, was ich gesagt habe, wo der Markt im Land, wo auch vielleicht die politischen Verhältnisse noch nicht so sind, die wirtschaftlichen Verhältnisse auf keinen Fall so sind, dass man elektrotechnische Normung auch nur in Erwägung ziehen müsste. Kommen wir zur IEC und der Organisation. Wir haben bei der IEC drei Säulen, die ja, die Arbeit in IEC vorantreiben. Beginnen wir mit der wichtigsten Säule, das ist die eigentliche Normung. Die eigentliche Normung wird gelenkt von einem sogenannten Standardization Management Board. Die Standardization Management Board setzt sich zusammen aus Repräsentanten der Vollmitglieder und dort haben wir 15 Mitglieder, die dementsprechend die eigentliche Normung leiten. Das heißt also, dort wird entschieden, ob wir ein neues Gremium für einen Sektor der Elektrotechnik brauchen. Wir hatten jetzt zum Beispiel die Diskussion um das Thema Variables, um die Idee, dort auch Normen zu setzen und zu erarbeiten. Der Vorschlag kam aus Korea, die sehr, sehr aktiv sind in diesem Bereich. Und wir haben jetzt gerade ein neues technisches Gremium gegründet und das ist zum Beispiel Aufgabe dieses Standardization Management Board. Darüber hinaus wird dort evaluiert, ob die Arbeit auch
zielführend ist. Das heißt also, es wird immer wieder mal ein Gremium genau betrachtet, geschaut, welche Normen erscheinen dort, wie oft gibt es dort Neuheiten in Form von neuen Normungsanträgen, die dort passieren. Ist es vielleicht so, dass dieses Gremium einfach das Ende der aktiven Arbeit erreicht hat, dann ist es so, dass man diese Gremien auch gerne mal schließt oder halt auch zumindest mal schlafend legt, sodass man sagt, okay, im Moment ist in diesem Bereich keine Innovation mehr zu erwarten. Das heißt, also man muss auch keine Normen machen, wo nicht unbedingt Normen benötigt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den versuchen wir immer hochzuhalten. Wir sehen also unterhalb des Standardization Management Boards die technischen Komitees. Darüber hinaus finden sich allerdings auch noch Advisory Committees und sogenannte Strategic Groups. Diese Advisory Committees kümmern sich um allgemeine Themen wie zum Beispiel elektromagnetische Verträglichkeit, um Umweltverträglichkeit und sorgen dann mit der Ausarbeitung von Guidelines, erleichtern die Arbeit der technischen Komitees mit Spezialwissen, die in diesem technischen Bereich unter Umständen nicht vorhanden ist. Das sind also die Advisory Committees. Dann haben wir Strategic Groups, wo wir in SMB feststellen, dass es vielleicht einen speziellen Techniksektor gibt, der besondere Aufmerksamkeit bedarf. Und da ist es so, dass wir zum Beispiel jetzt gerade im Bereich Low Voltage DC, das ist also im Gleichspannungsbereich, doch einiges Neues an Aktivitäten haben, getrieben durch erneuerbare Energien und neue Formen der Beleuchtung, Stichwort LED-Beleuchtung. Da ist es dann so, dass wir plötzlich im Bereich DC Aktivitäten haben, aber durch die Dominanz der Wechselspannung in den letzten Jahrzehnten relativ wenig Wissen und innerhalb der Normung haben, und wir versuchen dann in diesen Strategic Groups eine Roadmap zu erstellen, wie man dieses Wissen besser nutzen kann im Sinne der IEC und welchen Bedarf es vielleicht auch gibt, dort Normungsprojekte aufzusetzen. Das sind also strategische Gruppen, die dort dann arbeiten. Darüber hinaus haben wir noch ein wichtiges Thema, was unterhalb des Standardization Management Boards angesiedelt ist, und das ist die sogenannte Systemarbeit. Die Systems Work besteht daraus, dass wir sagen, es gibt viele Produktkomitees innerhalb der IEC, die erfolgreich arbeiten seit Jahrzehnten. Im Markt ist es allerdings so, dass wir immer mehr eine Kombination dieser Produkte vorfinden und sich unter Umständen Probleme aus der Kombination der einzelnen Produkte unterschiedlicher TCs ergeben. Und so gibt es also Systeme wie zum Beispiel Smart Energy, Smart Grid ist ein weiteres Thema, wo eine Koordinierung notwendig ist zwischen den unterschiedlichen Produktbereichen, nämlich einmal Energieerzeugung, Energieübertragung, Energieverteilung, und dazu gibt es dann Systemkomitees, die diese Arbeit über die Schranken, will ich mal nennen, der TC-Bereiche, also der Bereiche der technischen Komitees hinweg koordinieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Conformity Assessment Board. Das sind Kollegen, auch wiederum aus den Abgesandte aus den einzelnen nationalen Komitees, die Regeln erarbeiten, die dann für die Betrachtung der Zertifizierung notwendig sind. Sie sehen darunter angesiedelt die vier Zertifizierungssysteme, die sich in der IEC etabliert haben. Ganz neu ein IEC Conformity Assessment Programm, das nennt sich Renewable Energies, wo es darum geht, auch wiederum genaue Prüfverfahren zu definieren und die, die Labors, die sich an diesem Conformity Assessment weltweit beteiligen und anlehnen, dann dementsprechend auch die Qualität dieser Labore über die Regeln des Conformity Assessment zu sichern. Das passiert analog zum Standardization Management Board. Dazwischen angesiedelt findet sich noch ein Market Strategy Board und dieses MSB. Sie merken schon, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Abkürzungen. Es tut mir leid, ich hoffe, ich
erkläre alle Abkürzungen im Detail, wenn ich stellen Sie eine Frage. Market Strategy Board ist etwas losgelöst von der eigentlichen situativen Arbeit, die wir in SMB und im CAB durchführen. Das ist unser Blick in die Glaskugel. Das heißt, dort sitzen nationale Experten, die sich damit beschäftigen, was wird denn in den nächsten 10, 15 Jahren in der Elektrotechnik passieren. Und wir beauftragen dieses Market Strategy Board, solche, neudeutsch sagt man Future Watch, Modelle zu betreiben und zu schauen, in welche Richtung muss sich denn die IEC entwickeln, in welche technischen Sektoren muss die IEC vordringen im Sinne der elektrotechnischen Normung, was muss anders werden, was muss besser werden. So, dann haben wir diese drei quasi ausführenden Gewalten in der IEC. Gelenkt wird das Ganze vom Council. Und wie auch die DKE und ihr Lenkungskreis ist das Council der IEC besetzt mit Vertretern aus dem elektrotechnischen Markt der einzelnen nationalen Komitees, die sich an der Normungsarbeit beteiligen. Das heißt also, dort werden die einzelnen Richtungsentscheidungen getroffen und dieses Council trifft sich einmal im Jahr im Rahmen des sogenannten General Meetings und trifft sich dann dort und trifft die Entscheidung, befreit den Vorstand, nickt auch die finanziellen Entscheidungen dementsprechend ab oder halt auch nicht. Und alle wichtigen Entscheidungen werden auf dieser Ebene im Council getroffen. Darüber hinaus haben wir innerhalb dieses Councils eine Auswahl von Experten, die im sogenannten Council Board sich wiederfinden. Da ist es so, dass wir eine Repräsentanz dieses Councils haben, die dann Council-Entscheidungen dementsprechend vorbereiten im Sinne der Entsendung aus diesem Council heraus und die gestalten dann dementsprechend auch diese Council-Sitzung, die dann einmal im Jahr stattfindet. Das eigentliche Executive Committee besteht dann aus den Präsidenten und die Präsidenten sind natürlich einmal der Präsident der IEC, aber auch die Vizepräsidenten und das sind jeweils die Vorsitzenden, die Chairman oder Chairperson vom Standardization Management Board, vom Market Strategy Board und vom Conformity Assessment Board. Die bilden zusammen mit dem Schatzmeister, dem Treasurer der IEC, das sogenannte Executive Committee und die leiten dann auch das sogenannte Central Office. Und das sehen Sie hier rechts auf der Folie. Das Central Office ist das, was letztendlich die DKE für Deutschland darstellt, nämlich die eigentliche Geschäftsstelle. Eine sehr kleine Organisation, die letztendlich aus den Betreuern der technischen Gremien besteht und ein bisschen Management, was notwendig ist, um IEC an sich als Organisation zu führen. Und diese werden, wie auch das Management der DKE, wie die Geschäftsstelle der DKE, geleitet von den Vertretern des Marktes im Sinne von nationalen Vertretern. Ich sehe, wir haben eine Frage. Ja, Thomas, und zwar fragen die Teilnehmer, ob es zum Beispiel Themen für A in einer Strategic Group oder B dem MSB gibt, ob du da Beispiele für hättest. Ja, in der Vergangenheit kam das Thema Variables aus diesem Market Strategy Board. Es kam auch die Nutzung von Low Voltage DC aus diesem Market Strategy Board. Und dann ist es so, dass wir diese Vision quasi aufnehmen, in einer Strategic Group abbilden. Und diese Strategic Group wird dann mit konkreten Experten aus diesem Technikbereich bestückt. Das heißt also, wir fragen in den nationalen Komitees der IEC an, sagt, habt ihr einen Experten für Low Voltage DC und den schicken wir dann in diese Strategic Group und dort wird dann ein Programm erarbeitet, eine Roadmap erarbeitet, wie dieses Thema im Sinne der Normung besser zu fassen ist, sodass wir dort also in eine Richtung marschieren und die Technik sich schneller weiterentwickelt durch Normung. Okay. Nun denn, lassen wir uns weitergehen. Ich habe schon gesagt, Besonderheit der IEC ist, dass die Entscheidungen auch wiederum
von den Vertretern der Elektrowirtschaft, des elektrotechnischen Marktes getroffen werden. Alle Führungspositionen werden besetzt mit Vertretern. Hier steht Industrievertreter, man muss eigentlich sagen Vertretern des Marktes, weil das nicht nur Industrie ist, sondern auch alle Teilnehmer eines DKE-Gremiums entsandt werden können zur IEC, delegiert werden können zur IEC und dann dort sich natürlich auch um ein Amt bewerben können und dann die Verantwortung zum Beispiel in einem technischen Komitee als Chairman oder als Sekretär übernehmen. Das sichert die Marktrelevanz, das soll so sein und das fördern wir auch. Und ganz, ganz wichtig ist diese Verzahnung zwischen den technischen Gremien und den Führungsgremien. Das heißt also, es gibt ein aktives Berichtswesen zwischen den technischen Gremien, dem SMB, dem Council, Council Board und so weiter. Und es gibt da keine Rangfolge, sondern es ist ein gegenseitiges sich informieren und einen Konsens finden, wie wir es auch aus der technischen Arbeit her kennen. Bedingt durch die Historie der IEC, ich habe vorhin gesagt, 1906 gegründet in London, können wir uns vorstellen, dass natürlich die ersten Länder, die Teilnehmer waren in IEC, die damaligen Industrienationen waren. Das heißt also, wir finden einen hohen Anteil von europäischen Gremien innerhalb der IEC. Wir haben dann irgendwann, nachdem sich dann die Elektrotechnik ausgebreitet hat, aus Europa heraus natürlich die USA als Teilnehmer. Es ist dann ganz stark Asien hinzugekommen und im Moment arbeiten wir daran, Afrika noch in die Familie der IEC zu integrieren. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die TC und SC Sekretäre, also die Vertreter der nationalen Komitees in den technischen Gremien sehr oft aus Europa kommen und dementsprechend dann auch die Führung dieser Gremien aus Europa kommt. Und das ist eine Sache, die natürlich gut ist für Europa, die allerdings man auch immer im Auge haben muss. Und das heißt also, wenn wir Japan und auch China und auch andere asiatische Länder in die Normung integrieren wollen, dann muss diesen Ländern natürlich auch Verantwortung übergeben werden können. Und das ist eine Sache, da arbeiten wir daran. Das haben wir gelöst, indem wir zum Beispiel die Amtszeit der Chairman, das heißt also die Führungspersönlichkeiten der technischen Arbeit, deren Amtszeiten sind begrenzt und so findet dort also eine Rotation statt und so gibt es also auch die Möglichkeit, dass auch andere Länder diese Ämter übernehmen können. Die IEC an sich ist finanziert durch die Beiträge der nationalen Komitees. Für Deutschland ist Mitglied in der IEC die DKE. Insofern leisten wir also den Mitgliedsbeitrag. Und der setzt sich zusammen aus dem elektrotechnischen, also da gibt es eine spezielle Formel, nach der dieser Mitgliedsbeitrag berechnet wird. Und ich weiß nicht, ob man das auf die Ferne erkennen kann. Es geht also darum, dass man feststellt, wie groß ist der nationale Markt der Elektrotechnik. Es geht darum, wie viel Energie wird verbraucht oder wie viel elektrotechnische Energie wird verbraucht. Und wie viel Einwohner hat denn dieses Land letztendlich? Und da gibt es eine komplizierte Formel, die dann ausrechnet, wie hoch der Mitgliedsbeitrag in Schweizer Franken zu diesem Verein ist. Das muss die Vertreter in der Normung nicht kümmern, weil dieser Beitrag wird einzig und allein aufgebracht von der DKE und, wie Sie aus dem vorherigen Webinar schon wissen, wird er erbracht aus dem oder geleistet aus dem Etat der DKE und der setzt sich aus dem Verkauf der Normen zusammen. Die Teilnehmer des letzten Webinars kennen diese Art von Organisation schon. Das ist ähnlich dem der DKE. Wir haben das sogenannte Central Office, also die eigentliche Z-Stelle. Und dann haben wir die Vertreter des Marktes, nämlich Council, Standardization Management Board und so weiter. Und darunter angesiedelt die technischen Komitees. Und die technischen Komitees haben dann nochmal die Möglichkeit, einzelne Bereiche ihrer Arbeit in Subkomitees aufzuteilen. Beispiel vielleicht, wir haben ein Komitee, das kümmert sich um die Nachrichtenübertragung über Glasfaser und da gibt es einen Steckverbinderkomitee und ein Kabelkomitee und das ist dann jeweils ein Subkomitee. Ganz, ganz wichtig ist, es gilt hier das sogenannte nationale Delegationsprinzip, das heißt also die Experten in diesen technischen Komitees
akkreditieren sich über ihr nationales Komitee, das heißt also Deutschland entsendet in diese technischen Komitees Repräsentanten ihres nationalen Komitees. Es wird also ganz konkret dann in einem nationalen Komitee gefragt, wer hat denn die Möglichkeit, an dieser Normungssitzung teilzunehmen? Welche Firma möchte vielleicht auch die Finanzierung dieser Reise übernehmen, den Beitrag aus Deutschland dort zu überbringen in diesem technischen Komitee? Und dann delegiert die DKE diesen Mitarbeiter in dieses technische Komitee. Und so gilt das halt für alle nationalen Komitees, die in diesem technischen Komitee mitarbeiten möchten. Unterhalb dieser Subkomitees gibt es, oder unterhalb der Komitees gibt es auch Working Groups. Und da ist es so, dass wir Experten hin entsenden, die dann mit ihrer Expertise an technischen Inhalten arbeiten, also normungsvorbereitend quasi aktiv sind, und die eigentlichen Normen beschieden werden dann in den Subkomitees oder in den technischen Komitees. Welche Produkte, wir sagen im Englischen Deliverables, haben wir denn in der Normung? Und wir haben natürlich International Standards, also internationale Normen. Ganz wichtig ist, diese werden im Konsens erarbeitet. Was Konsens bedeutet, haben wir im zweiten Teil des Webinars schon besprochen. Es gibt keinen IEC-Standard, keine IEC-Norm, die im Widerspruch steht zu einer anderen IEC-Norm. Das ist also ganz, ganz wichtig. Wenn dort Konflikte entstehen, was man dann hoffentlich in der Erarbeitung der Norm merkt, stoppt man die Arbeit und versucht erstmal diesen Widerspruch aufzulösen. Das bedeutet, das eigentliche Normenwerk, was da entsteht, ist in sich widerspruchsfrei. Das ist also ein wichtiger Punkt. Es gibt also keine konkurrierenden Standards, die wir vielleicht in anderen Ländern vorfinden. Wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist über die Qualität und über vielleicht auch über die Prüfverfahren, die in einer Norm beschrieben werden sollen, dann gibt es ein weiteres Deliverable, ein weiteres Produkt der IEC, was man anstelle dessen veröffentlichen kann, und das ist die sogenannte Technical Specification, die auch wiederum widerspruchsfrei ist. Es ist allerdings so, dass wir hier zum Beispiel wiederum Prüfverfahren, unterschiedliche Prüfverfahren vielleicht in unterschiedlichen Technical Specifications abbilden. Und man schaut dann einfach nach einer gewissen Zeit, welches Prüfverfahren ist denn das Adäquate, welches ist denn das Bessere. Dann ist es so, dass man vielleicht das eine zu einem Referenzprüfverfahren macht und die anderen parallel dazu stehen lässt. Oder man sagt, okay, es hat sich also von diesen 1, 2, 3, 4 Prüfverfahren, die man für dieses Produkt entwickelt hat, eines durchgesetzt am Markt, und man überführt dieses dann in eine Norm und man bringt einen IEC-Standard heraus zu dem Thema. Noch weiter im Vorfeld bietet es sich an, einen sogenannten Technical Report zu schreiben. Das heißt also, es bleibt beim Beispiel des Prüfverfahrens. Man kann dieses Prüfverfahren natürlich in verschiedenen Ländern durch verschiedene Prüfinstitute testen lassen und Erfahrungswerte zusammentragen. Und um diese Erfahrungswerte zu dokumentieren und für alle zugänglich zu machen, ist es hilfreich, das Ganze oder diese ganzen Messverfahren, die dann dort erarbeitet wurden und vielleicht auch die Begleitumstände für dieses Prüfverfahren, in einem Technical Report zusammenzufassen und diesen Technical Report dann dementsprechend auch zu veröffentlichen. Als letztes möchte ich noch erwähnen, oder als vorletztes, auf der nächsten Folie ist auch noch was, sind die IEC Guides. Die IEC Guides werden von IEC erarbeitet, im Sinne von nicht dem technischen Gremium, sondern von den Advisory Boards. Und die fassen dann die Regeln zusammen, allgemeine Anforderungen zum Thema elektromagnetische Verträglichkeit oder zum Thema Umwelteinflüsse. Und die dienen dann der technischen Arbeit letztendlich auch bei der Erstellung. Es gibt noch ein Produkt, was wir relativ neu eingeführt haben, und das ist das Produkt Public Available Specification. Und das ist eine Sache, die man dann verwendet, wenn man als technisches Komitee erkennt, dass außerhalb der IEC
sich einen Standard etabliert hat, den man gerne zu diesem IEC-Normenwerk hinzunehmen würde. Und da ist es so, dass man dann die Möglichkeit hat, in einem einstufigen Verfahren, mehr dazu auch in dem Webinar am Donnerstag, in einem einstufigen Verfahren diesen Inhalt 1:1 in die IEC übertragen kann. Und dieses Verfahren nennt sich PaaS-Verfahren. Man sucht also als TC-Beispiel, konkretes Beispiel, den USB-Steckverbinder, der außerhalb der IEC in einem Konsortium erarbeitet wurde. Und man sagt, ja, aber man möchte den in zusammen mit anderen IEC-Normen verwenden. Und es besteht Konsens in diesem TC, dass die Inhalte, die in dieser Spezifikation dann zu finden sind, relevant sind und für die IEC passend sind. Und dann stellt man das allen nationalen Komitees, die in diesem technischen Gremium aktiv sind, zur Wahl. Und die sagen dann entweder ja oder nein. Und dann gibt es Annahmekriterien. Und dann haben wir es innerhalb kürzester Zeit, allerdings auch ohne technische Diskussion über die Inhalte, eine Norm und die wird dann gekennzeichnet als sogenanntes PaaS. Ich sehe, wir haben eine Frage. Ja, Thomas, und zwar fragt ein Teilnehmer, ob auch darauf geachtet wird, dass die internationale Norm in keinem Widerspruch zu möglichst allen nationalen Normen stehen. Ob das so ist als Fragestellung? Ja, das ist eine gute Frage, die sich nicht klar mit Ja oder Nein beantworten lässt, weil es verschiedene Philosophien weltweit gibt. Ich versuche mal die Frage für Deutschland zu beantworten. Und da ist es so, dass dadurch, dass wir über 80% der Inhalte international erarbeiten, wir sicherstellen können, dass diese Arbeiten widerspruchsfrei sind. Das heißt also, IEC-Normen sind widerspruchsfrei, 80% der deutschen elektrotechnischen Normen stammen aus der IEC. Somit sind diese auf jeden Fall widerspruchsfrei. Wie Sie am Donnerstag lernen werden, ist es so, dass bei der Erarbeitung europäischer und nationaler Normen jeweils darauf Rücksicht genommen wird, dass die Bearbeitung in der IEC Vorrang hat, sodass wir also auch für Deutschland sagen können, die elektrotechnischen Normen in Deutschland, in Europa und international sind so harmonisch aufeinander abgestimmt, dass sie widerspruchsfrei sind. Das ist die Regel, so ist der Wille. Ich möchte nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwo ein Dokument gibt, wo es zu Diskussionen kommen könnte, ob das im Widerspruch steht, aber von der Lehre her darf es eigentlich nicht passieren. Aber es gibt andere Regionen, zum Beispiel in den USA ist es so, dass dort verschiedene Normen parallel zueinander im Markt existieren und es keine Präferenzierung gibt, es gibt auch keine Auswahl, wenig Harmonisierung. Also dort konkurrieren unterschiedliche Standards um die Relevanz am Markt. Und das ist ein Unterschied zwischen der Region in Amerika und in Europa. Ja, danke für die Antwort. Es kommt gleich eine Folgefrage dazu. An welche Normen muss man sich denn im Zweifelsfall halten, falls es dann Widersprüche gibt? An die Norm, die letztendlich im deutschen Markt vorhanden ist, und das ist in letzter Instanz die DIN-Norm. Und so wie ich gesagt habe, die Normen an sich sind widerspruchsfrei. Okay. Gehen wir weiter im Text. Einen ganz kurzen Abriss über die Erstellung von Normen. Im Detail gehe ich am Donnerstag darauf ein. Sie sehen, es gibt verschiedene, wir sagen Stages, also verschiedene Ebenen, wie diese Normen nach und nach entstehen. Da gibt es verschiedene Abkürzungen. Das ist ganz, ganz fürchterlich auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick, der Ihnen am Donnerstag erleichtert, ist das Ganze auch etwas verständlicher. Wichtig ist nur, es gibt einmal eine sogenannte Preliminary Stage, das heißt also hier werden Arbeiten, die man in Zukunft durchführen möchte, dokumentiert. Das sind die sogenannten Potential New Work Items, PWIs. Wenn man auf der IEC-Seite des technischen Gremiums
sich das Arbeitsprogramm eines Gremiums anschaut, dann findet man dort also geplante Normungsvorhaben, sodass man also einen Einblick nehmen kann in die Zukunft dieses technischen Gremiums und sehen kann, welche Arbeiten finden dort in dem Bereich, der mich interessiert, in Zukunft statt. Wenn es dann konkret wird, wenn also eine gewisse Reife dieses technischen Themas vorhanden ist, dann ist es so, dann gibt es also ein sogenanntes New Work Item Proposal, deswegen nennt man diese Ebene Proposal Stage. Dann gibt es die Preparatory Stage, das heißt also hier werden technische Inhalte erarbeitet in Working Groups, also in Arbeitsgruppen der IEC. Es gibt dann die sogenannte Committee Stage, wo dann die technischen Inhalte schon sehr konkret sind, man das Ganze also in einem Dokument schon festgehalten hat. Dieses Dokument wird dann öffentlich kommentiert. Danach kommt es dann zu einer so einem Inquiry Stage, wo dann wirklich noch Kommentare eingesammelt werden aus den nationalen Komitees, wo dann auch abgestimmt wird über die Relevanz dieses Dokuments, ob es dann wirklich eine Norm werden soll, bis hin zur Approval Stage, wo dann der endgültige Text einer Norm durch die nationalen Komitees, die in so einem TC arbeiten, auch abgestimmt werden. Darüber hinaus gibt es dann die Publication Stage und wir sind dann quasi schon am Ende. Ja, auch hier noch ein paar Abkürzungen. Ich sehe schon, wir sind relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Deswegen gehen wir darüber hinweg. Weiteres am Donnerstag in dem Webinar. Normen werden überarbeitet und die Verantwortung für diese Überarbeitung liegt auch beim technischen Gremium. Normen bleiben einen gewissen Zeitraum stabil, das steht in den Normen jeweils drin. Und sie werden so überarbeitet, dass zum Ende des Überarbeitungsprozesses eine fertige Norm vorliegt und dann die existente Norm zurückgezogen wird. Wir finden noch ganz, ganz viele Abkürzungen der IEC-Schriftstücke, die verteilt werden. Das ist dann wichtig, wenn Sie wirklich konkret in einem Normungsgremium mitarbeiten. Deswegen gehe ich auch hier darüber hinweg. Das führt uns zum Europäischen Komitee für elektrotechnische Normung hin, zu CENELEC. CENELEC ist auch ein Verein nach allerdings belgischem Recht und ist gegründet 1972. Das heißt, Sie sehen, das ist ein recht junger Verein noch. Es ist so bei CENELEC, dass wir als Mitglieder der Europäischen Union uns dazu verpflichten, in CENELEC mitzuarbeiten. Und im Gegensatz zu anderen Regionen der Welt ist es so, dass wir als nationales Komitee verpflichtet sind, Normen aus diesem europäischen elektrotechnischen Rahmen in nationales Recht zu überführen, das heißt in unser Recht, in unser elektrotechnisches nationaler Ebene zu übernehmen. Das heißt also, wir haben, und das ist der eigentliche Sinn von CENELEC, nur eine Norm, eine europäische Norm, die letztendlich einen technischen Sachverhalt regelt und das ist dann eine CENELEC-Norm für die Elektrotechnik. Wir haben dementsprechend 33 nationale elektrotechnische Komitees und Sie sehen, wir finden hier mehr elektrotechnische Komitees, als Europa im Moment Staaten hat. Wir finden also auch Länder wie zum Beispiel die Türkei, die sich verpflichtet hat oder die sich verpflichtet fühlt, in der elektrotechnischen Normung aktiv mitzuarbeiten, dementsprechend sich auch verpflichtet hat, diese Normen in ihr nationales Normenwerk zu übernehmen, um dann vielleicht irgendwann auch mal in diesem Bereich politisch sich zu engagieren oder Mitglied zu werden in der Europäischen Union. Generell ist es so, dass ein Land, das zur Europäischen Union zugehörig sein möchte, so wie ich eben schon gesagt habe, auch in CENELEC Mitglied sein muss. Und in dem Moment, wo es Mitglied von CENELEC wird, sich verpflichtet, eigene nationale Normen, die vielleicht CENELEC-Normen widersprechen, wiederum zurückzuziehen. Präsident der CENELEC ist gewählt, Tore Trondvold aus Norwegen. Und ich freue mich, sagen zu können, dass ab 2016 unser Geschäftsführer der DKE, der Dr. Bernhard Thies, Präsident wird. Das heißt also, ab 1. Januar 2016 gibt es einen deutschen Präsidenten der CENELEC.
Das ist ein technisches Problem, dass ich nicht klicken kann. Ah, es geht weiter. Gut, wir haben hier die Zendlink-Mitglieder mal im Überblick. Und das sehen Sie, es gibt also auch Affiliates wie bei der IEC, das heißt also Länder, die herangeführt werden an den europäischen Markt und an die europäische Normung. Und Sie sehen, man versucht auch diesen Ring um das Mittelmeer zu schließen, um einfach den Wirtschaftsraum letztendlich zu vergrößern und besser zu erschließen. Das kann ich schneller machen. Wir arbeiten in Zendlink genauso wie in IEC. Das heißt, es gibt eine Geschäftsstelle, ein Zentralsekretariat, gelenkt und gesteuert von der Generalversammlung von Zendlink, dem Verwaltungsrat und dem Büro Technik. Das ist eine ähnliche Organisation wie bei IEC, nur sind die Namen dementsprechend anders. Und darunter haben wir technische Komitees, Unterkomitees und letztendlich Arbeitsgruppen, die dann die Arbeit durchführen. Was ist das Ziel der europäischen Normung? Ziel ist, dass wir eine europäische Norm haben, die einen technischen Sachverhalt beschreibt. Die Aufgabe ist ganz klar, Handelshindernisse abzubauen und gleiche Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen für den europäischen Binnenmarkt zu schaffen. Das war Idee bei der Gründung von Zendlink und wird auch bis heute fortgeführt. Und Sie sehen da unten ein paar Zahlen. Aus 180.000 nationalen Normen hat man letztendlich 27.000 europäische Normen gemacht. Und das dient in erster Linie der Vereinfachung des europäischen Binnenmarktes. Es gibt eine Besonderheit, dass wir den sogenannten New Approach leben in Europa. Das heißt, natürlich behält sich die Europäische Kommission vor, Richtlinien herauszugeben, um technische Inhalte zu regulieren. Und da ist es so, dass wir ein Verfahren haben, das nennt sich New Approach. Und da ist es so, dass wir aus den Richtlinien der Europäischen Kommission Normen entwickeln. Da gibt es also ein Verfahren, nachdem die europäischen Normungsgremien, CEN und CENELEC, diese Richtlinien der Europäischen Kommission ergänzen und mit technischem Inhalt füllen. Und dann ist es so, dass die Anwendung dieser europäischen Normen letztendlich die Konformität mit dieser Richtlinie vermuten lässt. Darüber hinaus müsste man eigentlich ein eigenes Webinar anbieten, um das im Detail zu klären. Wichtig ist nur, es gibt einen Einfluss der Politik auf den elektrotechnischen Markt in Europa, auf den Markt generell in Europa, das wissen wir. Wichtig aber auch ist, dass wir Normen letztendlich erarbeiten in technischen Gremien, in privaten Organisationen, die dann die Normen schaffen, die auch letztendlich wirklich gebraucht werden. Und dass wir keine Normen von der Politik erarbeiten lassen, sondern vom elektrotechnischen Markt. Das ist also eine Besonderheit, die wir sehr schätzen und die wir auch sehr verteidigen gegenüber allen anderen Ideen. Das CE-Kennzeichen möchte ich hier überspringen. Wichtig ist nur, es ist kein Qualitätssiegel, sondern es gibt einzig und allein den Behörden und den Marktüberwachungsbehörden kund, dass dieses Produkt, das mit diesem CE-Kennzeichen gekennzeichnet ist, die Idee der Richtlinie letztendlich einhält. Das Ganze wird von den Herstellern selber aufgebracht. Das heißt also, die Hersteller selber prüfen ihre Produkte und erklären, dass ihre Produkte, die in den europäischen Markt gebracht werden, konform sind mit eventuell anzuwendenden Richtlinien der Europäischen Union. Was ich eben schon gesagt habe und was ich hier nochmal unterstreichen möchte, ist, dass wir als Deutschland, als Mitglied der Europäischen Union, und Mitglied in Zendlink verpflichtet sind, diese europäischen Normen zu übernehmen. Und das Interessante ist, dass diese europäischen Normen nichts anderes sind als im großen Teil IEC-Normen. Es gibt also etwa 15% der Normen sind rein europäisch, weil es dort eine europäische Regulierung gibt. Und der größte Teil ist, wie gesagt, international. Und diese internationalen Normen durchlaufen dann einen Anerkennungsprozess in der Europäischen Union, in Zendlink, und
kommen so dann in den deutschen Markt als DIN-Norm. Und wie das genau funktioniert, das erzähle ich Ihnen am Donnerstagnachmittag, nachher, wenn Sie wieder hören. Das sind Dinge, die ich im physikalischen Seminar etwas ausführlicher behandle. Ich habe sie mal drin gelassen, damit Sie ein bisschen die Schlagworte sehen können. Es gibt Abkommen zwischen IEC und Senelec, die genau das regeln, was ich Ihnen am Donnerstag näher bringen möchte, wie es nämlich dazu kommt, dass wir nur eine Norm haben für einen technischen Sachverhalt und dieser am besten auch weltweit einheitlich geregelt ist. In Senelec ist es so, dass wir nicht wie bei IEC in jedem Land eine Stimme haben im Abstimmungsverfahren der Normung, sondern dass wir hier abhängig von der Größe des Landes und von dem elektrotechnischen Markt des Landes eine gewichtete Abstimmung haben. Und auch das ist ein Unterschied und den kann man näher herausarbeiten, wenn man ein Tagesseminar hier in der DKE an so einem Tagesseminar teilnimmt. Was gibt es für Produkte? Analog zu den Produkten der IEC haben wir europäische Normen, das sind die sogenannten EN-Normen. Und es gibt verschiedene andere Produkte und die kommen Ihnen, wenn Sie das mal hier schauen, anschauen, bekannt vor. Wir haben nämlich auch hier technische Spezifikationen, Technical Report, ein technischer Bericht und ein sogenanntes Workshop Agreement. Und da verweise ich dann auch auf den Donnerstag, da gehe ich näher darauf ein, welche Produkte das sind und wie die zustande kommen. Und damit kommen wir zum Ende. Ich habe ein bisschen überzogen, es tut mir leid. Das ist meine Leidenschaft, ich spreche gerne darüber. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf mich zu. Sie finden mich, wenn Sie mich googeln, mit meinen Kontaktdaten in allen möglichen Netzwerken, aber natürlich auch auf der Homepage der DKE. Und wenn Sie mögen, und ich hoffe darauf, hören wir uns am 24.09. wieder. Und dort erzähle ich Ihnen dann, wie Sie vom Normungsantrag auf nationaler Ebene über den Weg Europa, über den Weg der Internationalen Elektrotechnischen Kommission wieder zurück zu einer deutschen elektrotechnischen Norm kommen. Und damit gebe ich zurück zum Kollegen Fiebrands. Jens, du bist dran. Ja, danke Thomas, vielen Dank für dieses informative und aufschlussreiche Webinar. Liebe Teilnehmer, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie können die erhaltenen Informationen auch weiter für sich verwenden. Danke nochmal, Thomas, dass du die Fragen natürlich gleich währenddessen beantwortet hast. Von daher ist das Überziehen auch überhaupt gar kein Problem. Wir wünschen uns alle mehr Interaktivität. Liebe Teilnehmer, wenn es jetzt noch Fragen gibt, die Sie stellen möchten, können Sie dies noch tun. Oder eben, wenn Ihnen im Nachgang was auffällt, können Sie auch gerne an uns die Fragen noch richten unter dke-webinare@vde.com. Teil 1 und 2 finden Sie bei uns auf der Webithek, um vielleicht hier nochmal etwaige Anschlusspunkte zu finden. Teil 4 und 5 werden noch folgen und Sie können sich natürlich auch dann im Anschluss alle 5 Teile nochmal gebündelt anschauen. Von daher sollte es hier keine Probleme geben. Wie anfangs erwähnt, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie abschließend gleich nochmal an unserer Umfrage teilnehmen würden, was Ihnen jetzt gefallen hat und was wir auch verbessern können. Wir versuchen das in unserer nächsten Webinarreihe alles anzuwenden. Das heißt, Sie bekommen jetzt im Anschluss eine kleine Umfrage in Ihrem Browser geöffnet. Sie werden eine Folge-E-Mail erhalten, wo der Link zur Aufzeichnung zur Verfügung gestellt wird. Ja, und wie Thomas bereits erwähnt hat, das nächste Webinar findet am 24.09. jetzt am Donnerstag statt. Ich werde jetzt nochmal schauen, ob nochmal weitere Fragen eingegangen sind. Dies ist nicht der Fall. So möchten wir uns an dieser Stelle nochmal bedanken und wir werden uns dann jetzt verabschieden und wünschen Ihnen allen noch einen schönen Tag. Wiederhören.